Ja, übrigens, wir haben keinen Spot in der Mitte, ne? Unsere Mediums sind nicht in die Mitte gefahren und wir haben in der Mitte keinen Spot. Ja. So viel mal dazu, ne? Unser Leo PTA hockt einfach in der eigenen Base und hat keinen Bock. Ist das nicht legendär? Ja. Ich hätte gerne einen Leo PTA, der hier in der Mitte mal Spot liefert. Wann denn, du Hurensohn? Du sitzt doch da die ganze Zeit in der hintersten Ecke. Ach so, er meint, er will snipen. Ah, ja. Spotten will er nicht, aber snipen hätte der Bock. Geiler Typ, Alter. Leo PTA hockt in der eigenen Base, ist AFK. Schalalalala. Ist das nicht geil, Alter? 0,0 Spot. Ah, der T-Sack hinter mir hat auch keinen Bock zu spotten, übrigens. So viel mal dazu. Oh, ich habe schon 6000 HP abgewehrt, Schaden abgewehrt, ne, übrigens. Der sitzt immer noch da hinten, der Typ, ne? Der will immer noch nicht vorwärts fahren. Oh, wir gehen Richtung 7000 Schaden abgewehrt. Tja, bald haben wir die 8000 Schaden abgewehrt. Ja, legendär. Leo PTA hockt immer noch in der eigenen Base. Unser Leo PTA hat immer noch gar keinen Bock. Leo PTA hat immer noch keinen Bock. Ja, wir haben jetzt bald 9000 Schaden abgewehrt. Tja, Freunde, was soll ich euch sagen, ne? Der liebe Kollege Leo PTA hockt immer noch da hinten. Ja, wir kriegen keinen Spot, ne?
Mr. Hurensohn gammelt in der eigenen Base und spottet nicht. Tja. Maximal AFK, unser Leo PTA. Hat gar keinen Bock, der Typ. Tja. Vielen Dank. Niemand möchte da die Mitte spotten, ne? Und unsere Mediums hocken da oben rechts oder in der eigenen Base und sind maximal am Schlafen, Alter. Tja. 10.000 Schaden und drüber abgewehrt bis jetzt. Immer noch kein Spot. Tja. Leo PTA und die anderen möchten einfach nicht spotten, ne? Leopard 1, Leo PTA. Der 121er. Wir haben ja noch genug Mediums, aber die wollen alle nicht spotten. Das ist halt das Problem. Tja. Danke. Jetzt haben wir die linke Seite komplett abgegeben, ne? Ja, wenn es so weitergeht, habe ich die 11.000 Schaden abgewehrt gleich. Bringt aber nichts, weil wir hier die linke Seite verloren haben. Ne?
Ja, da haben wir die 11.000 Schaden abgewehrt. Und da haben wir die 12.000 irgendwas Schaden abgewehrt. Tja, Freunde, 3 Minuten, 50 Sekunden noch und unsere Mediums, die fahren immer noch keinen Spot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wunderbar. Der Leo talkt immer noch auf Lappe hier oben und chillt seine Klöten. Ne? Das ist der sogenannte Klöten-Chinchilla. Ne? Das ist eine seltene Spezies aus dem Hause der Bozzolowskis. Ja. Full HP, AFK, sein Vater, der Butcher natürlich auch. In der Schlagergasse 8000 Jahre lang gechillt. Der 121er viel zu spät nach links gefahren. Aber immerhin bewegte sich. Ja, und wir hätten gewinnen können, hätten wir von den Mediums. Ja, die Mediums von denen fahren und dann flankieren und scouten. Was man von unseren neuen Leuten nicht sagen kann. Projeto hat auch noch Ding Dong noch nicht gehört und gammelt immer noch in der Schlachtergasse mit seinem Bozzolowski-Panzer. Dank unseren Noob-Mediums verlieren wir die Runde. Ne? So einfach ist das. Haben die alle keinen Bock. Dann kannst du nichts machen. Und er fährt wieder in die Schlachtergasse, anstatt jetzt mal die Mitte zu machen. Ne? Er geht wieder in die Schlachtergasse, um herumzustehen. Seine Position ist eher die Mitte oder die linke Seite, aber Schlachtergassen-Camping hat er halt verinnerlicht, weil er bei irgendwelchen Streamern und YouTubern diese falsche Taktik abgeguckt hat. Ne? Und siehe da, der Gegner kommt über die Mitte und er holt sich natürlich der Schelle von dem E100, der Progetto. Ne? Du bist hier falsch, ja, aber hast du nicht verstanden. Ne? Dass du hier falsch bist, hast du nicht verstanden, ne, Brudi? Und jetzt fährt er raus und kassiert natürlich vom E100 oder so. Ne? Der Full HP auf dem Hill campende Leopard hat den Gong immer noch nicht gehört. 1 Minute 20 Sekunden vor Spielschluss. Müssen wir jetzt mal Base Def haben, damit die nicht durchcappen. Ne? Was eine Botlowski-Runde dank unseren Noob-Mediums, die überhaupt keinerlei Verständnis haben, wo ihre Position auf der Map ist. Die Mediums, die da oben auf dem Hill sind, gehören alle in die Mitte oder nach links. Da oben dieses Plateau ist nutzlos für das Spiel. Wie man sieht, wir hatten dieses Plateau die ganze Zeit, aber wir hatten trotzdem keine Map Control, ne? 50 Sekunden noch, mal sehen, ob der Typ sich hier wegschmeißt mit seinem Progetto. Weil der Leopard ist gleich futsch. Der hat seine ganzen HP weggeschmissen. Ja. Und jetzt fehlt nur noch der Progetto, ist auch schon Low HP. Ah, wird gerade noch ein Unentschieden, ne? Aber gerade noch so. Ja, und ich habe über 12.000 Schaden abgewehrt. Wir hätten da die Mitte gewinnen können, hätten wir mal ein paar vernünftige Mediums, die mal ihren Job machen und mal ein bisschen spotten, ne? Aber Spot war ja natürlich nicht drin. Er will unbedingt noch einen Schuss abgeben und den allerletzten Schuss kassieren mit seinen 5 HP, die der noch übrig hat. Und Freunde, abonniert den Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung. Ich gehe da mal was essen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüssikowski. Wir gucken uns jetzt noch die Ergebnisse an. Tja, da haben wir es. 12.700 Schaden abgewehrt. Unser Leo PTA, legendärster Basecamper of the Old Time, der Botlowski mit 2000er WOT-Wertung.
Da kann man auch froh sein, so einen in einem Team gehabt zu haben. TVP natürlich. Auch Botlowski, sein Vater. Progetto, der Schlachtergassen-Camper. Super Typ, Junge. Super Typ, Junge. Und der größte aller Zeiten, unser Leo 1.